Der InnoPri wird seit über 30 Jahren von der Stiftung der Baloise Bank zur Förderung der solothurnischen Wirtschaft verliehen. Der Preis steht für positive Impulse und den zur Förderung des Wirtschaftsraums Solothurn. Der mit 25.000 Schweizer Franken dotierte InnoPri wird einmal pro Jahr verliehen. Herzlich willkommen zur diesjährigen Preisverleihung. Ganz herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, liebe Innovatorinnen, liebe Innovatoren. Es freut mich sehr, euch hier und heute im schönen Stadttheater Olten zu begrüßen. Ein paar Gäste will ich ganz speziell begrüßen. Es ist der Felix Wettstein als Nationalrat, der Simon Michel, der jetzt gerade mit Terminen eingedeckt ist, wie ich gehört habe, im Eingang. Frau Susanne Koch, unsere Kantonsratspräsidentin, die verschiedenen Kantonsräte, die ebenfalls da sind. Seitens Regierung Frau Landamann Brigitte Weiss. Die Brigitte haben wir dann auf der Bühne, das freut mich sehr, danke vielmals. Dann aus der Stadt Olten, der Thomas Marbe, der Stadtpräsident. Und er gibt uns immer die idealen Rahmenbedingungen hier. Seitens Verwaltungsrat der Baloise Bank ist der Urs Rickenbacher da. Und etwas, was mich auch sehr freut, ist aus dem Berufsbildungszentrum. Der George Berger hat das organisiert als Leiter vom BBZ. Ist der Herr Christoph Hackmann und seine Klasse vor Berufsmaturität vor Technik 23a. Euch ein spezielles Merci, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr lange ausharren müsst, würde ich sagen, es gibt auch feinen Apero. Dann darf ich begrüssen sehr herzlich die Stiftungsräte vom InnoPri SO und euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, von Baloise, respektive Baloise Bank. Es ist immer ein schöner Anlass, hier zusammenzukommen und Innovationen dürfen auszeichnen oder die Innovation auszeichnen, die rausgekommen ist, wo wir sagen, die hat ein bisschen Leitsterncharakter und die dürfen wir dann auch befeiern. Ich selber bin überzeugt, dass für Unternehmungen es extrem wichtig ist, ich würde sagen, existenziell wichtig ist, sich weiterzuentwickeln. Wenn ich mit ehemaligen Innovationspreisgewinnern rede, sehe ich auch immer, dass sie auf diesen Innovationen ihre Zukunft bauen, zukünftige Erträge bauen und die Weiterentwicklung darauf fußt, eigentlich was die ganze Unternehmung, Arbeitsplätze inklusive ist. Innovation ist ein wichtiger Teil. Es hat ein paar Sachen geändert. Wir haben den InnoPri ein neues Kleid da. Auch dort hat es eine kleine Innovation gegeben. Und zwar haben wir Baloise Bank Soba ja vorher geheissen. Wir sind in dem, dass wir national sind, der gemeinsame Werbeauftritt ist, haben wir aus dem InnoPri Soba den InnoPri SO gemacht. Wichtig ist das rote Ausrufzeichen. Auch wenn es ein neuer Name ist, wenn es ein neuer Auftritt ist, das Ziel ist gleich, die Innovationen im Kanton Solothurn zu führen, aus denen, die ich bereits gesagt habe, der Überzeugung, dass es wichtig ist. Es ist eigentlich der Innovationspreis für den ganzen Kanton Solothurn. Ist immer wieder ein toller Anlass und geht ganz klar auf Zukunftsorientierung raus. Etwas, was mich sehr erstaunt hat, als wir die Preise oder die Bewerbungen angeschaut haben, was alles reinkommt, ist, wenn ich sehe, ich habe keine Zeitung mehr aufzunehmen, ohne dass mir die künstliche Intelligenz entgegenlacht, in x welchen Formen und was muss man regulieren. Es gibt heute keine Innovation, die wir auszeichnen zum Thema künstliche Intelligenz. Ich bin aber überzeugt, das wird noch kommen. Ich persönlich glaube auch, das ist ein Riesenfaktor, der für uns kommt, eine Rahmenbedingung, ein Arbeitsfaktor, der fundamental wird verändern wird. Könnte allenfalls sein wie das Internet beispielsweise, das wir so hatten. Und ich denke, dass viele künftige Innovationen auch dort werden, irgendwo in welchen Bereichen drinnen fussen. Eine Innovation, die wir haben bei der Bank, ist, bei uns ist das künstliche Intelligenz ist bereits Thema. Wir setzen stark auf Digitalisierung, haben heute schon Chatbots, Messenger-Einsatz. Das heisst, wenn ihr irgendwie so nach 19.00 mit der Bank kommuniziert, gewisse Sachen zu den Konti abfragt oder so, habt ihr einen Chatbot im Einsatz, der immer wie besser wird. Das finde ich eigentlich noch spannend. Aber was, glaube ich, wichtig ist,
am Schluss, und für das stehen wir hier als Bank, als Palasbank, stehen wir, dass wir sagen, wir wollen auf der einen Seite Digitalisierung, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten nutzen. Der digitale Zugang ist wichtig. Wir bauen dort auch auskünftig. Wir werden das E-Banking massiv aufbauen und erneuern. Aber wichtig ist auch, dass wir auch sagen, bei uns bekommt schon die persönliche Beratung. Wir stellen fest, bei all dem digitale Türen, Ausbauten, dass es einfach Geschäftsfälle gibt, wo du eine persönliche Beratung willst. Und das ist uns wichtig im Verbund mit der Versicherung. Was mit dem Namenswechsel, was ich etwa gefragt worden, was heisst das, wenn er die Soba aus dem Namen streicht? Das ist nicht von gestern. Dort ist teilweise eine Angst aufgekommen, jetzt wo ihr zunehmend zwar im Kanton Solothurn, aber auch national unterwegs seid, heisst jetzt das so, dass ihr eure Wurzeln verliert? Nein, wir verlieren die Wurzeln als Bank nicht im Kanton, erstens. Und wir verlieren die Wurzeln, auch wenn wir die Namensänderung im INO bei SO gemacht haben. Wir verlieren es auch dort nicht und stehen eigentlich als, ich sage jetzt mal, wirtschaftliches Element hinter der Stiftung, die ganz klar hinter Innovation und der Entwicklung auch vom Innovationspreis steht, unverändert hinten dran. Ich darf auf die Bühne bitten, die Brigitte Weiss. Wir haben abgemacht, statt dass sie ein 30-minütiges Grußwort vor der Regierung spricht, dass wir die mit Fragen dürfen eindecken, das eine oder andere. Bei ihr ist noch spannend, ich bin natürlich ChatGPT gefragt und habe gefragt, was weiss ChatGPT über die? Das hier ist die zweite Version, Brigitte. Die erste Version heisst, sie sei ihr SP. Also, wo wir gesehen haben, das trifft es nicht ganz zu und sonst ist so die Entwicklung drin. Ich hatte noch Angst gehabt, wenn sie bei der SP, wenn das wirklich so wäre gewesen, dass plötzlich nur als Bundesratskandidatin wärst gehandelt worden. Aber das wissen wir gestern, das ist in eine andere Richtung gegangen, was auch immer. Aber das wäre in etwa gewesen. Und empfehle ich euch sehr, geht mal in die Tools rein, schaut mal, was drinnen ist. Es gibt einiges so sicher zum Entdecken. Wo hast du das Gefühl, Brigitte, so im Kanton Solothurn, wo wird die künstliche Intelligenz Fuß fassen? Was kommt auf den Kanton zu? Sei es die Verwaltung oder was kommt auf die Wirtschaft zu? Was ist deine Sichtweise dort? Guten Abend miteinander. Als Kanton dünkt es mir noch schwierig, sie ist jetzt einfach da. Man kann sie anwenden. Übrigens finde ich spannend das Wort Tischlerin. Also das habe ich sicher nie irgendwo geschrieben, woher dass die künstliche Intelligenz der Begriff nimmt. Sie ist im Kanton in einem bescheidenen Maß bereits auch im Einsatz. Es ist spannend, es ist herausfordernd. Es wird auch viele Fragen geben mit Datenschutz, so wie wir das bei der Digitalisierung haben, aber es wird uns unsere ganzen Dinge durchdringen. Und ich denke, dass ich nicht immer weiss, dass ich mit künstlicher Intelligenz zu tun habe, statt mit einem realen Menschen auf dieser Seite. Weil oftmals nimmt man Dienstleistungen in Anspruch und man weiss das wahrscheinlich gar nicht mehr immer. Am schwierigsten finde ich halt dort, wo ich einmal darüber gelesen habe, was es heisst, wenn mal eine falsche Nachricht in die Welt gesetzt ist und wie das nachher eine lawinenartige Ausbreitung von dieser falschen Nachricht. Und ich denke, das wird uns als Gesellschaft schon sehr herausfordern. Das ist das, was wir in der NZZ am Wochenende können lesen konnten. So nach dem Motto, KI setzen wir ein. Ob in einem Qualitätsjournalismus, aber man muss gut hinterfragen, ob die Quelle stimmt, ob sie glaubwürdig ist. Genau in die Richtung, die du gesagt hast. Ich möchte einen Schwenker machen. Es gibt natürlich ein paar Themen, die bei dir zuvorderst vor auf der Agenda sind. Energiestrategie 2050. Wo ist der Kanton im Moment unterwegs und was kommt auf uns als Konsument oder als Unternehmung zu? Ich denke, so die erste Phase nach 2017, wo wir darüber abgestimmt haben und die neue Richtung bestimmt haben, die haben wir eigentlich eingeläutet. Da sind wir auch zum Teil an dem Ziel. Aber durch die stark veränderte geopolitische Lage, durch die unsägliche Kriege in der Ukraine, fokussieren wir heute mehr fokussieren auf die kurzfristige Versorgungssicherheit. Und das übergeordnete Ziel, netto null bis 2050, das ist mittel- bis langfristig. Und dort müssen wir zulegen. Du hast Ukraine angesprochen, der Krieg in der Ukraine. Merkst du einen Einfluss, gerade energiepolitisch, der jetzt passiert aus dem Nahen Osten, wo du sagst, auch das könnte Einfluss haben, insgesamt auf die Energiestrategie und die Energieversorgung im Kanton? Das sehen wir im Moment nicht. Wir sind noch dran mit dem Bund, Kantonen,
und der Bund zusammen. Wir werden regelmässig aufdatiert. Wir haben auch immer noch den Sonderstab Energie. Wir haben uns das letzte Mal getroffen im Oktober oder Ende September. Wir haben es jetzt gesagt, wir treffen uns im Januar wieder. Im Moment ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. Immer im Wissen, dass das sehr schnell ändern kann. Aber sowohl unsere Stauseen als auch unsere Reserven an Gas im Ausland, all das ist voll im Moment. Und es kommt jetzt sehr darauf ab, wie sich der Winter entwickelt. Wenn wir einen kalten Winter bekommen, kann es sehr wohl sein, dass wir weitere Massnahmen brauchen. Aber im Moment hat der Bund auch keine Sparziele mehr gegeben, einfach noch das Freiwillige beim Gas, aber keins mehr beim Strom. Wenn du einen Wunsch hättest, vielleicht das war als letzte Frage langsam, einen Wunsch hättest, wo du sagst, dann könntest du platzieren unter einem Tannenbaum, sei es persönlich oder politisch, dann wäre das was? Also ich bleibe jetzt beim Politischen und wir haben, glaube ich, das Parlament hat einen wegweisenden den Mantelerlass verabschiedet. Wir werden wahrscheinlich darüber abstimmen, schon gleich. In diesem Mantelerlass ist das Versorgungssicherheit und das Energiegesetz. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Schweizer Bevölkerung Ja sagt zu dem, sodass wir diesen Weg konsequent und klar weitergehen können. Ich werde dir in dieser Gelegenheit mal Merci sagen. Du bist nicht nur eine stetige Besucherin als Volkswirtschaftsdirektorin von dem InnoPrix SO, sondern auch Unterstützung von Solothurner Wirtschaft. Wenn wir in der Bank ein Thema haben, ihre Wirtschaftsthemen haben, haben wir sehr einen offenen, direkten Zugang. Und an dieser Stelle mit einem ganz grossen Applaus von euch dir Merci sagen. Danke vielmals. Merci. Das ist genau der Moment, wo es jetzt langsam spannend wird. Und ich darf Jürg, dem Stiftungsratspräsident von Stiftung InnoPrix SO, das Wort übergeben, damit wir langsam aber sicher nach Jürg die Katze aus dem Sack lassen. Merci, Jürg. Meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und sehr geehrte Damen und Herren im Livestream, ich werde auch im Namen vom Stiftungsrat und von der Stiftung ganz herzlich zu diesem Anlass begrüßen. Ich habe sehr Freude, dass ihr alle da seid und dass auch Leute da sind, die nicht da sind. Das heisst eben im Stream. Es ist bereits zum dritten Mal, dass wir den Anlass hybrid durchführen. Und an diesem Beispiel sieht man auch so ein bisschen, wie schnell der Wandel in der Innovation kann stattfinden kann. Wir haben aus der Corona-Not raus haben wir das gefunden, dass man den Anlass auch streamen kann, dass man die Leute daheim am Computer schauen kann. Und als Corona vorbei war, war das eigentlich eine super Innovation, wo man gesehen hat, man erreicht so mehr Leute. Es ist für die Leute, die nicht wegen dem Apero, sondern mehr wegen der Information um die Welt teilnehmen, ist es sehr viel einfacher, daheim zu bleiben. Nachher sind sie bereits heimgereist, wenn es fertig ist. Und doch kann man einen sozialen Austausch pflegen, für die, die das eben gerne machen. Also, ein Haufen gewinnen für einen Anlass, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Und man kann sich hinten drin fragen, hat es jetzt Corona gebraucht, für das wir die Innovation gefunden haben? Und das ist ein Punkt, der mich da als Stiftungspräsident ein bisschen umtreibt. Oder? Wie kommen Innovationen zustande und was braucht es für ein Klima, dass Innovationen zustande kommen? Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn man heute Zeitungen liest, Medien konsumiert, Fernsehen schaut, dann wird man eher depressiv und nicht innovativ. Meine, was wir heute hören, Ukraine, Nahost, neue Grippewellen, Klimawandel und so weiter, das wirkt entmutigend, weil wir können ja gar nichts dagegen machen. Wir nehmen das nur entgegen der Schlechtigkeit der Welt, wird uns Tag für Tag vor Augen geführt. Und wenn man innovativ sein will, braucht man doch etwas anderes. Wenn man innovativ sein will, muss man mutig sein, muss man positiv denken, unabhängig denken. Und auch das unabhängige Denken, das hat nicht unbedingt zugenommen in letzter Zeit. Wir leben nicht in der Zeit, wo eine gute, positive Fehlertoleranz herrscht, sondern wir leben in der Zeit von Shitstorms und von Cancel Culture.
Und das bedrückt mich ein bisschen. Und zudem wollen wir eben wieder einmal, alle Jahre wieder, ein Gegenzeichen setzen. Wir werden uns heute freuen an Leute, die mit Kreativität und Mut an den Lösungen arbeiten, statt immer nur das Problem breit zu schlagen. Und ihr, meine Damen und Herren, ob jetzt hier im Saal oder daheim vor dem Computer, ihr nehmt hier ganz wichtige Rolle wahr. Ihr schafft nämlich die Publizität für unsere Preisträger. Die Publizität für einen Preisträger, die ist enorm wertvoll, die ist vielleicht sogar wichtiger als das Preisgeld, für eben die Ideen, die Innovationen in einem breiten Publikum bekannt zu machen. Ich werde jetzt gerne, wie alle Jahre, kurz, für die, die das vielleicht noch nicht können, anhand von einem Video erklären, wer überhaupt unsere Stiftung ist und was ein Projekt muss erfüllen, welche Kriterien also angewendet werden, damit ein Projekt in Grenze kommt, für unseren Preis zu gewinnen. Bitte Video. Der Weg zum Gewinn des InnoPrix gestaltet sich wie folgt. Ein sechsköpfiger Stiftungsrat vergibt den jährlichen InnoPrix und entscheidet über den Preisträger. In einem zweistufigen Verfahren werden die Bewerbungen geprüft und beurteilt. Anschließend werden die besten Projekte zur Präsentation eingeladen. Zu den Hauptkriterien gehört, dass die Projektidee eine echte Innovation darstellt, neue, eigenständige Ansätze verfolgt, technisch wie auch finanziell umsetzbar ist und den Wirtschaftsraum Solothurn stärkt, das heißt Wertschöpfung und Arbeitsplätze schafft. Ihr habt gesehen, wer im Stiftungsrat ist. Und ich werde an dieser Gelegenheit im dienstältesten Kollegen im Stiftungsrat, der leider im Moment nicht unter uns kann sein, ganz herzlich danken für sein Engagement, weil das ist das letzte Jahr, wo er als Stiftungsrat gewirkt hat, bevor er altershalber zurücktritt. Und das ist der Hans Bütiker. Er war 14 Jahre im Stiftungsrat und tut sich, wie gesagt, altershalber langsam zurückziehen. Und ich werde ihm jetzt in Abwesenheit, aber er kommt das dann natürlich auch noch persönlich zu hören, über für sein Engagement ganz, ganz herzlich danken. Ich werde auch an dieser Stelle ankündigen, dass wir nicht verweisen, für Ersatz ist gesorgt. Wir werden uns sogar verstärken mit zwei neuen Stiftungsräten, weil die beiden noch nicht gewählt sind vom Verwaltungsrat der Balois. Würde ihre Namen jetzt noch nicht bekannt geben, aber wir werden sie dann am nächsten InnoPrix, wenn sie das erste Mal ihres Amtes gewaltet haben, ganz, ganz herzlich unter uns willkommen heißen. Merci vielmals und einen Applaus für Hans Bütiker. So, wer stellt jetzt das Jahr? Wer erfüllt jetzt das Jahr die Bedingungen am besten? Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Jahr war das Feld sehr ausgeglichen. Es ist schon gesagt worden, dass es kein Projekt mit künstlicher Intelligenz dabei hatte, aber es hat Projekte aus sehr vielen verschiedenen Branchen und Gebieten gehabt. Und der Finish ist die Entscheidung schlussendlich ist ein richtiger Fotofinish gewesen. Wenn wir das Projekt ein bisschen würdigen, so eine Art Laudatio für das Projekt halten, dann kann man sagen, das Projekt ist in einem weiten und wichtigen Gebiet tätig, in einem Gebiet, wo wir vorhin gerade wieder davon gehört haben und in einem Gebiet, wo wir auch schon verschiedentlich Preise vergeben haben. Es geht nämlich um erneuerbare Energie. Erneuerbare Mobilität, CO2-Minderung. Das ist ein Gebiet, wo im Gegensatz zu dem, wo man sehr viel hört, wo von Klimaaktivisten verbreitet wird, ein Gebiet, wo viel geht, nicht wenig oder nichts, sondern wo sehr viel geht und wo schon sehr viel erreicht worden ist, wenn es auch noch nicht genug ist. Das Projekt, das besticht durch seinen Pragmatismus.
Es werden nicht komplexe Supertechnologien vorgestellt jetzt oder sehr grosse, teure Maschinen erstellt, sondern das Projekt geht ganz bewusst auf den Schweizer Markt runter und schaut, dass es mit günstigen Lösungen, mit preiswerten Lösungen Erfolg hat. Bis zum Einsatz von gebrauchten Elementen, die dann dazu führen, dass die Technologie marktfähig und zahlbar wird. Das Projekt zapft eine Energieform an, die in der grossen Energiediskussion eher nur am Rand erwähnt wird, aber dabei eben auch ziemlich unterschätzt wird. Es ist eine Technologie, die wir heute nur 4% vom Potenzial in der Schweiz nutzen. Das heisst, wir haben noch 96% Luft nach oben. Oder eben zum Fortschritt machen mit neuen Innovationen. Es geht also um die kreative Verwendung von bekannten Technologien in einem speziellen Marktsegment. Mit Hilfe von Kostenreduktionsmassnahmen und von kreativen Anpassungen. Das Projekt leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Es können nicht mehr verwendete Maschinenteile rezykliert, wiederverwendet werden. Und so ein zweites Leben bekommen. Jetzt habe ich hoffentlich lustig gemacht, was denn das könnte sein. Und ich würde jetzt eine Katze aus dem Sack lassen und bekannt geben, die Gewinner vom Innopri So 2023 ist die Apex AG aus Däniken mit ihrem Projekt Biomethan-Tankstelle mit Second-Life-Komponenten. Ganz herzlichen Applaus. Wir werden jetzt in einem Video das Projekt vorgestellt bekommen und anschließend bitte ich den Preisträger zu mir auf die Bühne führen. Klimaneutrale Energiegewinnung aus Grüngut oder Mist ist schon lange möglich, aber das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wenn organische Abfälle verrottet, entsteht wertvolles CO2-neutrales Biogas. Jeder landwirtschaftliche Betrieb und jede Kläranlage mit einem Fermenter und einem Zugang zum Erdgasnetz hat das Potenzial für eine Anlage zu der Biomethanherstellung und zum Einspeisen von Biomethan ins Gasnetz. Die Landwirtschaft nutzt ja etwa 4% vom ganzen Abfall. Von dem her ist da ein unheimliches Potenzial rum. Ist kein Gasnetz in der Nähe vorhanden, so kann man das Biomethan auch in einer Inseltankstelle für Betankung von Fahrzeugen nutzen. Herkömmliche Biogasaufbereitungsanlagen von ausländischen Herstellern sind viel zu gross und viel zu kompliziert für die relativ kleinen Biogasmengen aus schweizerischen Quellen. Aus diesem Grund haben wir bei Apex vor über 10 Jahren angefangen, auf schweizerische Verhältnisse optimierte Anlagen zu entwickeln. Mit einem motivierten Team von Ingenieuren, Elektriker, Mechaniker und Serviceleuten und auch mit lokalen Firmen in der Region haben wir die Anlagen zur Marktreife entwickelt und das mit Erfolg. Wenn wir als Landwirt unseren Treibstoff selber produzieren können, dann kann ja eigentlich nichts Besseres passieren. Die Firma Apex bietet da ein Produkt an, das zu dem passt. Und ich bin der Meinung, es ist ein zweites Standbein. Es ist die Diversifizierung der Landwirtschaft und für uns gibt es ein zusätzliches Einkommen. Wir von der Apex verfolgen konsequent den Ansatz von Second Life. Das heisst, wir nutzen unter anderem Container, Maschinenelemente und Gasspeicher aus zweiter Hand für unsere Neuentwicklung der sogenannten Blue Bonsai und Blue Feed Anlagen. Die Gewinnung von Biogas zum Einspeisen ins Gasnetz und als Treibstoff soll wirtschaftlich tragbar und ökologisch nachhaltig sein. Helfen Sie uns, erneuerbares Biogas zu gewinnen. Machen Sie mit!
Ich darf jetzt herzlich zu mir führen, bitte, der Herr Ueli Oester und der Herr Bora Kolaoglu zur Preisverleihung. Ich möchte euch gerne ein paar Fragen stellen, dass das Projekt auch ein bisschen erklärt werden kann. Ich habe gesehen, dass ihr ja ursprünglich Gastankstellen gebaut habt. Und die verschiedenen Abkürzungen, hier, CNG, LNG, Biogas, könntet ihr sagen, was ist denn der spezielle Vorteil von Biogas? Also wenn Sie mit Biogas unterwegs sind, dann sind Sie praktisch ausschließlich CO2-neutral. Also es gibt nicht nur die Elektromobilität, sondern eben auch Biogas ist ein bisschen vergessen gegangen, aber mit CO2 sind sie mehrheitlich CO2-neutral unterwegs. Ja. Also ein Einsatz für den Klimaschutz. Genau. Und natürlich eine einheimische Produktion. Absolut. Also, das ist ja klar, das kommt vom Bauernhof. Genau. Ja. Wir haben schon verschiedentlich auch im Video gehört, es gibt noch viel Potenzial, aber gleichzeitig belächelt man ja das Biogas auch ein bisschen, weil es heisst, ja, mit dem lösen wir unser Verkehrsproblem nicht. Wie ist das Potenzial realistisch eingeschätzt, wenn man so eine Technologie in der Schweiz flächendeckend kann einsetzen kann? Wie viel Prozent vom Verkehr kann man auf diese Art und Weise mit Biogas betreiben? Selbstverständlich kann man mit Biogas nicht die ganze Mobilität abdecken. Aber Sie haben es gesehen im Video, oder Sie haben es auch gesagt, erst etwa 4% vom verfügbaren Biomüll kann man brauchen, um Biogas zu produzieren. Und wenn man dafür das volle Potenzial ausnutzen, dann könnte man etwa 20% von der schweizerischen Mobilität abdecken. Das ist eine riesen Nummer. Ein wichtiger Punkt von dem, wo der Ausschlag gegeben hat, schlussendlich für den Preis, ist ja das Anpassen von der Technologie an den schweizerischen Markt. Sie sagen im Video, die Maschinen sind viel zu gross und viel zu teuer. Wie habt ihr das geschafft? Oder wie kommt dort auch der Einsatz von diesen Recycling-Teilen zum Tragen? Wie viel Kosten kann man durch das einsparen? Ja, also Kostensparnis gegenüber den ausländischen Mitbewerbern ist mittlerweile zwischen 20-30%. Also mit dem Second Life-Ansatz haben wir doch einen rechten Wettbewerbsvorteil können, generieren. Okay, das ist doch immerhin substanziell. Und das Downsizing mit dem, wie heisst es, Blue Bonsai, das Bonsai ist ja so ein Mikrobaum, das ist gedacht, dass das ein durchschnittlicher Schweizer Landwirt vermag. Genau. Also grosse Anlagen, die sind von 250 und mehr Kubik pro Stunde Rohgas verfügbar im Ausland. Das sind grosse Anlagen, aber in der Schweiz gibt es praktisch keine so grosse Anlagen, außer Bern, Zürich, Basel, die grossen Städte. Wir haben eine Marktanalyse gemacht und sind davon ausgegangen, dass es etwa 400 Kläranlagen gibt in der Schweiz und über 100 Bauern, die bereits Biogasanlagen haben und das Potenzial von weiteren etwa 900 Bauern. Das sind alles kleine Anlagen. Und wo wir angefangen haben, sind wir recht ausgelacht worden und haben gesagt, ja, unter 250 Kubik pro Stunde lässt sich das nicht wirtschaftlich darstellen. Und dann haben wir gedacht, wir beweisen jetzt auch das, dass wir da mit 50 Kubik kann, also fünfmal kleiner, das wird aber nicht fünfmal günstiger. Und wir haben dann eigentlich konsequent alles so reduziert in einen Container rein mit speziellen Gasmesstechniken, haben auch Behörden müssen überzeugen, die nach der gängige Praxis von der Verordnung wäre es nicht gegangen, aber wir haben dann können zeigen, dass wir mit ganz, ganz neuen Elementen eben günstiger und einfacher werden und ganz, ganz viele Elemente
haben dann dazu geführt, dass wir schlussendlich dahin können downsizen. Und weil es uns noch ein bisschen geholfen hat in den letzten Jahren, es gibt leider keine neuen Erdgasautos mehr. Zwar Laststrecken gibt es, aber Erdgasautos nicht oder nicht mehr. Es hat zwar sicher noch etwa 15.000 Autos, die umeinander fahren, die werden nach wie vor betankt, aber ein Teil von der Erdgas-Tankstelle wird jetzt abgebaut. Da sind wir auch wieder dran am Abbau von dieser Anlage. Und statt dass wir die verschrottet, zerlegt, haben wir dann gefunden, wir bauen die ab, aber wir wiederverwenden die. Und das hat jetzt eigentlich zu dem weiteren Bonus geführt, damit die Anlagen dann günstiger verkaufen können. Und da ist manchmal gerade das Züngli an der Waage für einen Landwirt. Dann sagen, jawohl, jetzt mache ich es. Jetzt ist es nochmal 20% günstiger und jetzt ziehen wir es durch. Ja, super. Ich bin ja zum Teil auch ein bisschen im Recycling tätig und ich treffe vielmals auf das Problem, dass die Leute Angst haben, dass die Qualität dann nicht stimmt, wenn man Recycling-Teile verwendet. Oder dass sie die nicht mehr können zertifizieren können nach bestimmten Standards. Gibt es das Problem bei Ihnen auch? Wir müssen selbstverständlich schauen, dass die alten Geräte auch den neuen Ansprüchen genügen. Zuerst müssen wir selbstverständlich Exzonenpläne machen. Wir müssen dann das Ganze der Behörde vorstellen. Die Betoncontainer, ob jetzt da eine Erdgas-Tankstelle drin ist oder eine Biogasaufbereitungsanlage, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Es hat auch Kompressoren und sonst Bauelemente drin, die man nicht alle kann brauchen. Die brauchen wir aber dann wieder für den Service von unseren Erdgas-Tankstellen. Aber sehr viele Elemente kann man eben trotzdem wiederverwenden und die sind dann so quasi gratis, oder wir sagen dem bei uns die haben Edelschrott. Wo man dann eben wieder einsetzen kann. Und das sind meistens Anlagen wo, oder Kompressoren, die viele, viele, viele Jahre funktionieren und die mögen jetzt auch noch mal 10 oder 20 Jahre weiterlaufen. Voilà, das heisst, es funktioniert. Mich hat noch etwas interessiert, und zwar die Aufbereitung. Sie bauen ja auch Biogas-Aufbereitungsanlagen. Und man hört ja viel, ich meine, das Biogas, das in diesen Fermenterinnen entsteht, das kann man ja nicht einfach so brauchen, sondern das muss noch raffiniert werden. Wie geht das? Ganz wichtig ist am Anfang, dass man das Biogas dort vorkonditioniert. Da hat es einen Haufen Wasser drin. Das Wasser muss natürlich raus. Dann hat es Begleitstoff drin, wie Schwefelwasserstoff. Das muss auch raus. Dann muss man es rauf verdichten. Dann gibt es ein spezielles Verfahren. Ich habe Ihnen hier den Pinsel mitgenommen. Die einzelnen das sind eigentlich Röhrchen, das ist Polyimid-Membrane, wo dann das Methan, wo man das Biogas unten reinlässt und oben kommt das Methan raus und auf der Seite das CO2. Das ist eigentlich wie ein ganz, ganz feiner Filter. Das ist eine grosse Innovation von der Firma Evonik, wo wir eigentlich schon seit dem Anfang mit ihnen zusammenarbeiten. Eigentlich von Anfang an sind wir Partner von denen. Es ist aber wie bei einem Mensch, das ist das Herz von der Anlage, das Herz ohne Hirn und ohne Gliedmassen funktioniert überhaupt nicht. Und wo wir mit denen angefangen haben, haben wir dann gefragt, ja, können wir unsere Tipps geben, wie kann man das umsetzen? Und dann haben sie gesagt, nein, können wir nicht, wir sind Spezialisten von dem Herzstück, bauen einfach die Anlage drumherum und alle unsere Partner bauen ihre eigene Anlage drumherum und dann kommen dann ganz innovative Lösungen raus. Also wir müssen eigentlich von null müssen anfangen, aber das Herz haben wir bekommen. Super. Also mich fasziniert so etwas. Ich hoffe, euch auch. Wir haben sicher Gelegenheit, dann nachher beim Apero die Herren noch ein bisschen zu löchern. Aber voran möchte ich noch zwei obligate Fragen stellen, die halt zu den Kriterien des Inopri dazugehören. Und die erste ist natürlich, wie viele Stellen arbeitet ihr jetzt, Däniken, dank dieser Neuentwicklung? Merci. Also, vor über 10 Jahren, wo der Herr Öster angefangen hat, seit dieser Zeitspanne bis heute sind sicher mal 10, 15 Stellen geschaffen worden. In der Region, aber auch in den Nachbarskantonen. Unsere Unterlieferanten, die sind zu 60-70% sind die regional. Und wir sitzen gerne mit denen zusammen am Tisch und erarbeiten partnerschaftliche Lösungen. Und unser 5-Jahres-Plan, der sieht eigentlich auch wieder vor, dass wir weitere 10-15 Stellen schaffen werden. Schön.
Und was machen Sie mit dem Preisgeld? Ja, ein Teil wird sicher wieder den Mitarbeitern zugutekommen. Wir haben einen Aufenthaltsraum und eine Küche, die vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das wird demnächst renoviert. Dann gönnen wir uns einen schönen neuen Putz. Und ein weiterer Teil wird wieder in die Innovationen investiert. Wir, jeder, der bei uns in die Halle reinläuft, wird Anlagen und Prototypen sehen, was im Bereich auch Wasserstoff, wo wir am Aufbauen sind, und auch CO2 betrifft. Super. Das ist also, das, was uns eigentlich motiviert, ja, wieder neue Sachen auszudenken. Und es gibt einen Spruch, der mich eigentlich das Leben lang verfolgt hat, von Thomas Edison, der gesagt hat, Innovation ist 1% Inspiration, also die Idee, und dann 99% Transpiration. Und ich denke, die 99%, das ist nicht daneben gegriffen, und das ist jetzt auch etwa das. Wir haben sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert und einfach den Weg auch gegen relativ grosse Widerstände, sind es finanzieller Art oder auch von der Behörde her, einfach mit der Idee, wir müssen da durchgehen. Und das ist weit vor dem Ukraine-Krieg, gewesen, wo wir angefangen haben. Klar. Ihr habt gerne noch das Wort, wenn ihr noch etwas sagen zum Publikum oder zu euren Leuten. Eben, die Inspiration ist mal das eine, aber ohne ganz, ganz gute Mitarbeiter wäre es natürlich niemals passiert. Nur eine Idee zu haben, das lenkt bei weitem nicht. Und wir haben eigentlich glücklicherweise immer gute Leute gehabt, die auch da mitgetragen haben. Sicher nicht ohne Kritik und nicht ohne Fragestellung. Ja, bringt es da denn überhaupt? Aber schlussendlich sind wir jetzt da, wo wir sind. Wir sind eigentlich gegen Grossfirmen, wenn wir antreten. Und es hat einige Jahre gebraucht, bis wir dann überhaupt wahrgenommen worden sind. Und mittlerweile werden wir wahrgenommen, kommen da auch Anfragen über. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir Aufträge bekommen, und die müssen wir dann auch abwickeln. Und zwar nicht nur im Engineering und in der Fabrikation, aber dann auch von außen, manchmal im Dreck. Also Sie haben gesehen, bei dem Bauer ist es nicht immer so sauber und es stinkt manchmal ein bisschen. Und da auch Servicetechniker zu haben, die Tag und Nacht fast bereit sind, die Anlage zu betreuen, über viele Jahre zu betreuen, ist nicht selbstverständlich, und da braucht es ein gutes Team. Super. Dann ist ein Applaus. Und herzlichen Dank, Ueli Öster und Bora Kuluanglu, für eure Worte und alles Gute auf dem Weg von diesem Projekt. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Saal und im Netz, wir kommen langsam zum Schluss von unserer Veranstaltung, und es ist jetzt an mir zu danken. Zuerst ganz sicher den Organisatoren von diesem Festanlass, den wir hier haben, das heisst der Baluas Bank. Wir von der Stiftung von Minopri, wir sind sehr erfreut und froh, und wir wissen es zu schätzen, dass die Bank die Organisation von diesem Anlass übernimmt. Auf diese Art und Weise wird es uns ermöglichen, dass wir die finanziellen Mittel von der Stiftung voll und ganz auf Preisgelder fokussieren können. Ich möchte meiner Kollegin und meinen Kollegen im Stiftungsrat danken, die dieses Jahr eben wieder die knifflige Aufgabe wahrgenommen haben, die Projekte fair zu bewerten und eine Auswahl vom Siegprojekt vorzunehmen, die Hang und Fuss hat, und gerecht ist. Ich möchte danken dem Stadttheater für die wunderschöne Bühne hier, für das Ambiente, wo wir den Preis immer wieder durchführen können. Jump TV für die professionelle Übertragung von diesem Anlass, sein Streaming und auch für die Betreuung hier jetzt im Anlass selber. Im Welchli Catering fürs Apéro, wo wir dann noch werden geniessen. Und schließlich und zur Hauptsache euch, meine lieben Gäste, physisch und virtuell,
weil, wie ich schon gesagt habe, diese Veranstaltung lebt durch eure Präsenz. Und ich hoffe, dass ihr uns auch treu haltet in den nächsten Jahren. Der nächste Inopri 2024, bitte merkt das Datum schon vor, der ist am Montag, 25. November 2024, wieder in diesem Lokal. In diesem Sinn, herzlichen Dank, komme ich jetzt zur Abmoderierung und zur Überleitung zum Apero. Etwas kann ja unsere Livestream-Übertragung noch nicht. Und das ist sicher noch eben Luft nach oben und für eine weitere Innovation, nämlich Beamen. Ein Apero zu diesen Dürrenbeamen, die jetzt nur virtuell bei uns dabei sind. Das tut mir sehr leid. Wir arbeiten daran. Wir schauen, wie sich das anlässt in den nächsten Jahren. Aber in dem Sinn wünsche ich den virtuellen Gästen jetzt einen schönen weiteren Abend und dass sie die Zeit, die sie gewonnen haben, können optimal brauchen. Und den physischen Gästen, Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal, darf ich jetzt einladen zum Apero und wünsche viel Spass beim Networken und Aperölen und vielleicht auch noch Preisträger ein bisschen lochen mit euren persönlichen Fragen. Ich wünsche allen ein sehr sprießliches und kreatives und friedliches Jahresende. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.